moin, liebe Emderinnen und Emder. Bei mir ist Katrin Läufert, die ärztliche Leiterin unseres Impfzentrums hier in Emden. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel Gutes über unser Impfzentrum in Emden gehört. Ich kriege viele tolle Rückmeldungen zum Impfzentrum. Ganz herzlichen Dank dafür, für den Einsatz, stellvertretend für Sie, aber auch für das ganze Team. Wie läuft es denn im Moment? Also generell kann man sagen, es läuft ziemlich gut. Wenn wir Impfstoff haben, ist soweit alles in Ordnung. Wir haben schon sehr, sehr viele Ämter über 80 geimpft. Das ist ja im Moment die Gruppe der Bevölkerung, die auch dran ist. Wir haben jetzt auch schon angefangen, mit anderen Impfstoffen sozusagen die Personen zu impfen, die etwas jünger sind. Und sind gerade dabei, das Krankenhaus, die Arztpraxen und diverse andere Gruppen zu bedenken. Von den über 80-Jährigen, wie gesagt, Großteil ist schon dran gekommen und wir haben die große Hoffnung, dass wir mit den Dosen, die wir jetzt noch bekommen, in der nächsten Lieferung auch alle weiteren über 80 bedenken können. Mensch, das ist ja super toll. Dann sind die, die natürlich besonders verletzlich sind, dann schon geimpft über 80. Das freut mich sehr. Sie hatten das angesprochen. Es gibt eben auch andere Impfstoffe. Nun hört man zum Beispiel über den Impfstoff AstraZeneca mal dies, mal jenes. Sie sind Ärztin. Wie ist Ihre Einschätzung zu dem Impfstoff oder was sagen Sie den Leuten, die vielleicht auch Sorgen haben? Ja, also AstraZeneca ist ein sehr guter Impfstoff, das erstmal vorweg. Es herrscht, glaube ich, einige Verunsicherung, weil in den Medien Sachen berichtet worden sind von diesen Impfnebenwirkungen. Generell muss man sagen, dass viele von den Impfungen solche Impfreaktionen machen, ne, mit Fieber und Schüttelfrost, was man so auch von Grippeimpfungen kennt teilweise. Jetzt ist es aber so, dass wir das auch bemerkt haben, dass es da so bis zu 15% der Leute davon betroffen sind. Und wir generell empfehlen, dass vor der Impfung oder direkt danach ein Medikament wie zum Beispiel Paracetamol eingenommen werden kann. Und hier haben wir auch gesehen, dass das sehr gut wirkt und dass die Nebenwirkungen deutlich weniger sind. Das andere, was dazu kommt, dass immer diese Zahl 70 steht, der immer im Raum, 70%, bin ich dann ja nur geschützt, das ist ja total wenig. Das ist aber nur das Infektionsrisiko, was gesenkt wurde. Der Rest der Leute, die sich vielleicht trotzdem aufgrund einer Impfung infizieren, haben aber einen sehr milden Verlauf. Das heißt, wenn ich mit AstraZeneca geimpft werde, habe ich genauso wenig Chancen, sage ich mal, dass ich einen schweren Verlauf habe und ins Krankenhaus muss, als wenn ich zum Beispiel mit einem von den anderen Impfstoffen geimpft wurde. Das heißt, es bietet einen sehr, sehr guten Schutz und deshalb ist es auf jeden Fall sehr zu empfehlen, auch wenn jetzt andere Impfstoffe, sage ich mal, eher populärer im Moment sind. Für wen nutzen wir diesen Impfstoff AstraZeneca in Emden gerade oder verfällt da womöglich sogar Impfstoff bei uns? Nein, also es ist ja so, dass AstraZeneca geliefert wurde und da hieß es noch, naja, eigentlich sind ja jetzt erst die über 80-Jährigen dran. Da dieser Impfstoff aber von der Impfkommission nur bis 65 Jahre empfohlen wird, haben wir begonnen, auch die beruflichen Gruppen, die sozusagen in die Priorisierung 2 fallen, damit zu impfen. Das sind ja Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Hebammen, Logopäden, ne? Das sind die jetzt alle dran sind, die auch schon zum großen Teil Termine bei uns haben. Letztendlich weiß man nicht, ob vielleicht das demnächst sogar für über 65 freigegeben wird. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es über 65 nicht wirkt oder schlechter wirkt. Allerdings hat die Ständige Impfkommission gesagt, die Datenlage ist zu dünn. Die Studien, da waren nicht genug Leute, die älter waren als 65 eingeschlossen. Deswegen sind wir da zurückhaltend und sagen erstmal unter 65. Und kann ich denn jetzt selber was tun, also damit ich mich bemerkbar machen kann? Sie sagen gerade, es werden schon andere Berufsgruppen geimpft. Muss ich mich jetzt selber melden? Ich sitze vielleicht zu Hause, bin nervös, möchte gerne geimpft werden. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen oder wie ist das Verfahren? Also ich kann es gut verstehen. Viele warten ja auf ihre Impfung und wollen jetzt endlich. Leider müssen wir die Leute da ein bisschen um Geduld bitten. Also die Personen, die altersmäßig dran sind, die können weiterhin über das Land, über die Hotline des Landes einen Termin vereinbaren bzw. sich auf die Warteliste setzen lassen. Und auch die beruflichen Gruppen, die jetzt dran sind, wie jetzt zum Beispiel auch neu in die Priorisierung gekommen sind, ja, zum Beispiel das Personal von Kitas und Grundschulen, auf die kommen wir gesondert zu und mit denen machen wir Termine, die müssen sich aber nicht extra bei uns melden. Manchmal, so berichten mir einige Bürgerinnen und Bürger, ist es so,
dass der Brief mit dem Termin für eine Impfung im Impfzentrum so spät kommt, dass er quasi schon abgelaufen ist. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm für die Menschen, weil sie sich nun so viel Mühe gegeben haben, einen Termin zu kriegen, und dann ist der quasi schon verfallen. Hat man irgendeine Möglichkeit, quasi dann einen Nachholtermin im Impfzentrum zu bekommen? Ja, also im Moment machen wir es so. Es ist natürlich nicht gewollt, dass solche Leute, die eigentlich auch dran gewesen wären, dass die sich jetzt wieder hinten anstellen müssen. Das geht natürlich nicht. Deswegen bitten wir diese Leute, sich zu melden, am besten beim Bürgertelefon, auch mit der, sag ich mal, ja, Name, Vorname, Geburtsdatum. Dann können wir in unser System nachgucken und sagen, okay, derjenige hatte offensichtlich einen Termin, hat den verpasst. Und dann versuchen wir, den für die nächsten Tage mit einzuplanen. Ein bisschen Leerlauf hat man ja immer, weil immer so ein ganz paar Handvoll Leute nicht kommen, aus welchen Gründen auch immer. Und versuchen das natürlich für die Leute auf den Spiel. Super, ganz herzlichen Dank. Die Rufnummer von unserem Bürgertelefon ist die 871818. Alle Informationen stehen bei uns auch auf der Homepage zum Impfzentrum der Stadt Emden. Sie sehen, dass Katrin Läufert, Harald Jansen und das ganze Team des Impfzentrums und wir hier in der Stadtverwaltung, wir tun alles, dass Sie möglichst schnell geimpft werden können, dass es gut organisiert wird. Wir sind natürlich auch angewiesen auf die Impfstofflieferung von Bund und Land. Ich glaube aber, so langsam spielt es sich ein, und wir sind auf einem guten Weg. Und ich wünsche Ihnen, oder wir beide wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute, und bitte bleiben Sie gesund.